Und jetzt gucken wir uns nochmal an. Dichonorina micans. Da habe ich 10 L3-Larven vereinzelt. Und zwar am 22.01. Und habe seit der Zeit jetzt 6 Kokons schon gefunden. Das sind die 6 hier vorne. Die belasse ich jetzt auch in den 500 ml Behältern. Und wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Jetzt haben wir hier nochmal eine Larve, die Nummer L003, drin seit 22.01.15. Wollen wir mal gucken, ob wir sie hier finden. Hier unten sitzt sie schon. Ich weiß, jetzt kann jemand da, das kann man jetzt auch gut erkennen. Da ist die Larve. Da wissen wir, da tut sich jetzt noch nichts. Na, richtig große Dinger, also die haben 16 Gramm gewogen bei der Umsetzung. Hier unten ist noch eine große zu erkennen. Ja, also 16 Gramm. Relativ groß für die Tiere. Und hier ist auch noch eine Larve zu erkennen. Also auch noch kein Kokon. Und das letzte Tier, was wir jetzt hier noch haben, das sitzt hier unten drin. Auch noch nicht verpuppt, also noch kein Kokon gebaut. Gut, das heißt, da müssen wir jetzt noch mal warten. Ein paar Tage. Um zu sehen, wann das hier vorangeht mit dem Kokonbau. Wie gesagt, hier sind schon 6 Kokons drin. Den letzten habe ich, glaube ich, gestern. Der ist vom 16.02. Der erste Kokon, der jetzt hier drin ist, ist vom 22.01. Dort habe ich dann auch mal die Kokongröße aufgeschrieben. Also der Kokon war 5,5 cm groß und hatte ein Gewicht von 29 Gramm. Ja, gut, wie gesagt, jetzt warten wir noch mal ein paar Tage, wie es aussieht mit den Larven, ob sich die letzten 4 jetzt auch noch so einen schönen Kokon bauen, wie die ersten 6. Sind wir mal gespannt. Vielen Dank!